es so wäre, dann ist es für mich nicht schlimm. Aber eine Sache kann ich sagen. Ich schwöre bei Allah und jeder, der mich kennt und jeder, der weiß, wer ich bin, der weiß, ich habe keine Angst. Ich habe vor niemandem Angst. Und dass die Menschen hier reinkommen und immer auf mich immer über mich hacken und reden. Und mit Charo habe ich auch geredet, Bruder. Mit Charo habe ich auch geredet. Er wusste gar nicht, worum es geht. Und er redet einfach von einem Thema. Du ziehst unsere Libanesen in den Dreck und weiß gar nicht, was der labert. Aber ist auch nicht schlimm. Der hat auch nicht schlecht geredet. Aber der soll auch nicht über mich reden. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Jeder Mensch soll sich selber angucken, bevor ich Sachen aufdecke, die keine Heilung haben. So, ich bin kein Fitnessstifter, aber ich bin ein sehr intelligenter Mensch und ich weiß sehr viel über Menschen. Das sind beschämende Sachen. Das ist nicht eine Entschuldigung. Das sind beschämende, Scherefsis, Namussis, Adapsis, Terbiessis-Sachen und ich rede nicht. Ich finde, du hast 1000% recht. Und es ist Verstehst genauso wie du? bei Igli, das ist genauso wie bei ein, zwei Wochen vor, wie es bei Igli war. Alle haben selber am Dreck am Stecken, genau wie du es gesagt hast. Die verkaufen Frauen, die verkaufen Kokain und dann reden die über Igli, weil obwohl die selber alle ins Bordell gehen. Du hast 1000% recht. Und meiner Einen, Meinung die sollen, die und sollen, die sollen, die sollen mal ein bisschen Scharaf haben, okay, und nicht über mich reden, die sollen mal über die Menschen reden, die beschämende Sachen machen, okay, und guck mal, das war eine Geschichte, Bruder, die überhaupt gar nicht so war, und ich will auch gar nicht darüber reden, ich will auch gar nicht, dass die Leute über mich reden, die Leute, die mich kennen, ich schwöre bei Allah, die wissen, wie ich bin, okay. richtig. Ja, okay, Bruder, ich gehe wieder raus. Ich wollte dir nur sagen, meiner Meinung nach, wenn du sauer bist, ich Nein, weiß, User, Habibi, User, guck mal, Cousin, guck mal, ich habe mich entschuldigt. Aber guck mal, Bruder, ich will euch eine Sache sagen, das soll die ganze Welt wissen, das ist mir egal. Ich schwöre bei Allah, ich bin ein Kafir, al-Iyazu billah, wenn das, was im Video ist, nicht gefaked ist. Also, was heißt gefaked? In der Hinsicht, diese Anguckerei, Bruder, das war gefaked, Bruder, tamam? Vielleicht sind die sauer gewesen, ich habe einen Bruder von dem beleidigt, tamam? Ich habe einen Fehler gemacht, aber Bruder, ich bin wie ein Mann dahingegangen. Ich schwöre bei Allah, Allah soll mich bis zum Tag der Auferstehung verfluchen, wenn einer mit mir ein falsches Wort geredet hat. Außer ein Libanese, Merdelli, das war ein Bruder von mir, aber das hat ja mit der Geschichte nichts zu tun. Der hat ein bisschen ein paar Sprüche gesagt, aber das war ganz andere Geschichte. Das ist mein Bruder. Das war ein Bruder von mir, das hat ja mit dieser Geschichte nichts zu tun. Und wir haben das geklärt, wir haben uns geküsst, alles gut. Die Leute haben mich gut aufgenommen, die haben mich respektiert, die mögen mich. Hört auf, mit dieser Fitna zu machen. So, ja, und vor allem, Bruder, ihr könnt, warte mal, weißt du Bruder, was? ihr könnt Ja. nichts anderes sagen, außer entschuldigt. Außer entschuldigt, ihr habt TikTok auseinandergenommen. Ey, bin ich so interessant für euch, dass ihr immer wieder über mich reden wollt? Ihr habt das 2 Jahre lang nicht geschafft. Egal, was ihr gemacht habt. Ihr habt Fake-Accounts gemacht und ich habe mit Frauen geschrieben. Ihr habt dies gemacht und alles hat sich rausgestellt. Ich habe euch immer wieder habe ich auf eure Köpfe getreten. Da kommt ein Mann, der sich einmal im Leben entschuldigt, ne, wegen Respekt seiner Landsleute. Wegen meiner Landsleute habe ich das gemacht. Ich habe das wegen meiner Landsleute gemacht, weil die mich angerufen haben. Die haben mich dahin geschickt. Okay? So, und ich bin da eingegangen gegen meine Landsleute. Wenn ich wollte, ich hätte ganz Mardin aufgeweckt. Da hätte ich gesagt, weißt du was? Ich entschuldige mich nicht. Ich habe auch meine Leute. Aber nein, das sind unsere Jungs. Cello und die Jungs sind unsere Brüder. Und deswegen bitte, das sind korrekte Ja. Jungs. Wallah billah, Cello hat mich immer schon geliebt. Der hat mich bevor die Sache passiert ist, Bruder, der hat mich gepostet, Bruder, auf seine Story, Bruder. Ja, nee, Bruder. Warum soll ich diesen Menschen, der mich mag, der mich schätzt, warum soll ich diesen Menschen keinen Respekt schenken? Er ist ja im Recht. Er ist ja im Richtig, Recht. bravo. Ja. So. Mein Champ, darf ich was sagen? Bitteschön, Bruder. Kannst du, Bruder? Bruder, Respekt für deine, wie du dich entschuldigt hast. Erstmal das dazu, das ist ein richtiger Mann. Ich weiß jetzt nicht, was die Leute alle so, das sind alles Kinder, die hier auf TikTok sind. Und wie heißt das? Das ist, wie soll ich dir sagen, du bist wie ein Löwe dahingegangen, du hast auch diesen Engel zerstört. Wie du geredet hast, das hat keiner hier geschafft. Mein Respekt, du wirklich. Ich kann dir nur einen Zuspruch sagen, es gibt ein Sprichwort. Was interessiert ein Löwe, wenn ein Hund hinter ihm bellt? Einen. Und ich Und will das, was du gemacht über. hast, das ist einfach Respekt. Ich kenne Frank Hanebutt auch. Wenn du irgendwie Probleme hast, was ich nicht glaube, kannst du mir gerne privat schreiben. Ich mag dich wirklich sehr. Champ. Engel, sei mal Und ruhig, halt mal die Klappe jetzt.
wenn irgendwas sein sollte, ich mache keinen Spaß, du kannst mich gerne anschreiben, privat. Und ich stehe Bruder, offen Bruder, hier ich, und Dankeschön, Habibi. Dankeschön, Habibi. Dafür habe ich Familie, Bruder. Du bist ein guter Mensch. Ich habe Familie, Alhamdulillah. Meine Familie, Bruder. Meine Landsleute, Bruder. Uns kann keiner brechen, nur Allah subhanahu wa ta'ala. Dankeschön dafür, Habibi. Aber Dankeschön. Uns kann keiner brechen, gerne. nur Allah. Engel, bist du da? Bruder, mach einfach Thema zu, mach deinen Humor wieder weiter. Ja, Das Thema ich ist mache das Thema vergessen. zu, aber wir werden jetzt ein neues Thema aufmachen. Wir machen jetzt dein Thema nämlich auf. Du bist jetzt Welches frei. denn? Du bist jetzt gespielt. Ja. Wie wollen wir das Thema aufmachen, wo Nabil dich weggeklatscht hat? Du redest ja über arrogante Katze. Was sagst du dazu? Wo du nach NRW Hast gekommen bist du. und von Nabil einen Klatsch gekriegt hast. Hey, Vor der ich. Kamera. Vor der Kamera, fünf Leute Ja, haben mich Wallah angegriffen. Ich Billah, habe vor der alles. Kamera hat er dich Ich habe weggeklatscht. mein Vor der Blut. Kamera. Lass mich ausreden, lass mich aufreden. Ich habe meine Bruce Lee-Technik verwendet. Ich bin da alleine hingegangen. Ich habe meine Bruce Wie ein Mann Lee-Technik bist du verwendet. hingegangen und hast einen Klatsch bekommen? Alle fünf waren auf einmal Boden. Da sind Zeugen drin. Leute, wer hat den Kampf gesehen? Da sind jetzt hier Zeugen drin. Alle fünf habe ich dann zerlegt. Wie? Wallah Billah, der hat dich doch in Puff geschickt. Du hast eine Sag Transe nicht da gefickt. Wallah Billah, alle, hier sind Zeugen Wallah drin. Billah, Alle du hast fünf einen Klatsch waren. von Nabil bekommen. Sag Bleib nicht doch mal ruhig, Wallah bleib Billah, doch mal. es sind hier Zeugen drin. Es sind dann sind in geflüchtet, haben sogar Polizei angerufen. Ich war alleine mit meinem Ich Dachschaden NRW. schwöre bei Allah, du hast Und einen Klatsch von Nabil vor der Kamera gekriegt. warte, ein Mann, der Austeil kann auch einstecken. Ich habe kein Problem, wenn einer morgen auf der Straße mir Fäust gibt, aber ihr redet wegen Dann Rassen. rede nicht, dann Engels, 100%, dann rede, dann urteile nicht über andere, wenn du der größte Abschaum der Gesellschaft bist. Das ist das, was Was ich sagst sage. du? Das sagst du, du Du würdest sagst gerne das. in mein Haus stecken, oder du Guck mal, würdest gerne der neue du redest Engelsdings über sein. mich, du redest über mich und guck mal, wir nehmen mal ein Beispiel. Wir nehmen mal ein kleines Beispiel. Okay, ich sag dir mal eine ganz kurze Sache. Hanebut hat mir nichts getan, ne? Der Hanebut hat mich nie beleidigt. Der hat nicht mal meinen Namen in den Ja. Dreck gezogen. Der hat auch nicht meinen Namen erwähnt, richtig? Ja. Wer hat Hanebut Richtig. beleidigt? Ich, oder? Ich habe Ja. Sachen gesagt, die nicht schön sind, richtig? Aber ungewollt, wegen Barello. Ich hab's auch mal da, nee, ich hatte auch mal davor Beef mit den Leuten. Wegen anderen Sachen. Alles gut. Okay. Ich hab's gemacht wegen Barello, richtig? Ich habe einen Fehler Ja. gemacht. Wenn man einen Bruder beleidigt, der einen Mann, der dir nichts getan hat, ist es nicht eib, wenn man sich entschuldigt, richtig? So ist das. Okay, Ja, alles klar. korrekt. So sehe ich das Warte. Aber auch. ich sag dir Korrekt. was, pass auf, ich und Warte. Nabil sind Brüder und mein Vater, eigener Vater, hat zu mir gesagt, hätte der dich doch krankenhausreif geschlagen, weil ich habe Nabil, seine Mutter, richtig brutal im Internet Okay, beleidigt. ja, das ist ja auch Und richtig. ich Der hat bin den so Klatsch ein gegeben. Mann, Zu ich bin Recht, so. zu Recht, zu Recht. Aber ich, Wallah Billah, wenn ein Mann auf dieser Dunya mir arrogante Pater einen Klatsch gibt, ich schwöre auf meine Mutter, ich begrabe mich lebendig. Okay, Rambo, okay, Rocky. Wir haben es verstanden, du bist der Stärkste in der Welt. So, jetzt Okay. kommen wir mal zu Streitet den euch anderen. Jetzt nicht kommen wir mal, einfach. warte mal, jetzt kommen wir mal zu einer anderen Sache. Ich werde über dich jetzt sehr, sehr viel reden. Aber ich werde dich niemals beleidigen bei Allah. Nur Sachen reden. Du kannst ja auch über mich reden. Wir kommen jetzt zu einer anderen Sache jetzt. Manuelsen beleidigt deine Mutter im Livestream. Der hat nichts auf deine Mutter gelassen. Nichts. Ja. Astaghfirullah al-Azim. Da kommt ein arroganter Pate und sagt: Du bist ein Köpek, wenn du dich entschuldigst, Engels. Du entschuldigst dich nicht. Ich stehe hinter deinem Rücken. Ich bin mit dir bis in den Tod. Warte mal, ich höre dich doch. Ich gehe mal kurz raus und rein. Warte mal, ich höre dich doppelt. Ich höre dich doppelt. Bruder, ich wollte dir nur was sagen. Falls du noch ein Problem bekommst oder so, schreib mir gerne privat. Ich habe, Der, ich warum möchte haust du nicht ab, mehr Yasin reden. Emre? Arrogante! Habibi Arrogante, Allosch, ich küsse dein Herz. Warte mal, Bruder, Bruder. Wallah, mach nichts auf den Kopf. Lass die Leute doch bellen, Bruder. Scheiß auf alle. Nein, nein, ich will was klarstellen, Bruder. Abu Sayyidina Ali, ich küsse dein Herz. Ich will was klarstellen. Bruder, komm mal hoch. Nein, nicht Bruder, komm mal hoch. Engels, komm mal hoch. Du kriegst im Livestream Klatsche und redest über mich. Wie geht das? Ehrenmann, ja, Salami. Redet über andere Bruder aus der größten Abschaum. Du kriegst, Manuelsen beleidigt deine Mutter. Ich setze mich für dich ein. Ich sag dir, Engels, deine Mutter ist heilig. Entschuldige dich nicht. Du gehst, Manuelsen, tut mir leid, ich entschuldige mich. Ey, Hanebut hat mir nichts getan. Hätte Hanebut mich beleidigt, ich hätte mich niemals entschuldigt. Er hat mir nichts getan, ich habe mich entschuldigt wie ein Mann. Ich bin wie ein Mann hingegangen und wie ein Mann zurückgegangen. Redet nicht über mich. Hört auf, hier Sachen über mich zu erfinden. So, Engels, du denkst, du hast hier eine Reichweite, keiner schießt gegen dich. Bei Allah, ich, arrogante Pate, werde deinen Untergang bringen. Aber mit Hack. Hol rein, ich hol dich rein. Ey, Bruder, nimm mal einen raus, Bruder, nimm mal einen raus. Khalil, ich nehme dich mal raus, Boxer, du auch, Abu Sainik, ja? Seid mir nicht sauer, Bruder. Okay, alles klar. Bye, Dankeschön, bye. Bruder. Yalla, boy. Ja, Habibi, geht ihr Hek runter, mit Diak, ich Bruder, schick Hek mit meine Diak. Brüder nicht runter, Rawa, geht ihr. Rawa, Hek mit Diak. Du Engels musst zu deinem rein Brat, und Mut, Wallah. unsichtbar kommt auch noch rein.
Ich sag dir was, Arrogante, du wirst niemals meinen Untergang bringen, nie im Leben. Ich bring dann und du hast doch über Papa Kralle geredet. Warte, die kommt zu Papa Kralle. Warte, warte. Du warst doch Brot am Essen. Hast gebettelt bei Papa Kralle, damit er dir ein bisschen Geld gibt. Letzte Mal sagst du in einem Livestream, inshallah kommt der nie wieder raus, dieser Betrüger. Hä? Guck mal, wir haben die Fresse gehalten. Du hast keine Ahnung. Jetzt reden wir über dich. Doch, Wallah Billah, du redest über meine Brüder, du gehst bei dir betteln. Du hast mich angeklebt für 400 Euro. Für 400 Euro, du hast die Kohle in der Tasche. Hör mal zu, lüg nicht. Hör mal zu, lüg nicht. Hör auf, unsichtbar. Frag Nabil, frag. Ich schreibe mit ihm jeden Tag. Hör mir zu. Sei leise, mach deine Stimme nicht laut. Guck mal, ich sag dir jetzt eine Sache ins Gesicht. Du warst bei mir in Izmir, bei mir und meine Brüder. Weißt du das? Du hattest nichts an. Guck mal, rede wie ein Mann hier. Wenn du noch einmal über meinen Bruder redest, fick ich deine ganze Familie. Hast wo habe ich da über deinen Bruder geredet? Hast du, Wallah, zu mir. Du hast gesagt, inshallah kommt der nie wieder raus. Es gibt Aufnahme, lücklich. Du Heuchler. Wir packen dich. Wallah, Billah, wir packen dich, wie lieber Nächste. Wir packen dich. Das Einzige, was ihr du Heroin-Junkie. Du bist ein Heroin-Junkie. Wir ficken dich. Du wirst dich doch verlassen. Mein Jarra könnt ihr packen. Geh raus, du Heroin-Junkie. Yalla, Heroin-Junkie. Geh mal dein Crystal Meth rauchen, du Junkie. Kleiner Schwanzplastik. Du Schwanz, du. Ihr habt Eier bekommen hier drin, ihr Lutschers. Du kleiner Hurensohn. Mach ihn raus, diesen Hurensohn. Yalla, geh raus. Du kleiner Pisser, wir packen dich. Wallah, Billah, wir treten auf deinen Kopf, du Heroin-Junkie. Gehst bei Papa Kralle sagen. Das nicht lassen. Warte, gehst Papa Kralle sagen, gib mir Klamotten. Wallah, Ali, das geht nicht, Cousin. Die gehen betteln bei Papa Kralle. Gib mir Klamotten und dann sagt ihr hier vor den Zuschauern, inshallah kommt er nicht nie wieder raus, dieser Lutscher. Reicht mit euch. Nein, Bruder, Habibi, nach dem Ablissamen Reichweite. Wir haben keine Angst vor Reichweite. Wir sind da. Wir haben keine Angst vor Reichweite. Wallah, wir gehen nach Hause und treten auf Köpfe, Bruder. Guck mal, ich sag dir eine Sache. Ich hab bis heute nicht mein Mund einmal aufgemacht. Was falsch macht, muss ich nicht. Sag dem das den ganzen Leuten hier. Da war Mahmoud, Habibi, ich geh wieder raus, Bruder. Ich hab was zu tun. Ali, ich küsse dein Herz, Bruder. Guck mal, Ali, stark an deine Sprüche, Bruder. Ali, du kennst mich, du weißt, wie wir sind. Du weißt, wir haben vor gar keine Angst. Wir haben Respekt, Bruder. Du hast gesehen, dass man, wie ich über dich geredet habe, ne? Hast du gehört? Ich hab gehört, Bruder. Ich küsse dein Herz. Und ein Barello, Bruder, nehme ich nicht ernst. Khalid Jamit, Khalid Jamit. Weißt du? Der schickt mir die Kripo nach Hause, Bruder. Ich schwöre bei Allah, der schickt mir die Kripo nach Hause. Ja, Bruder, ich habe mit Arafat telefoniert. Normal, Bruder. Ja, Bruder. Was hast du erfahren? Ich rufe 110, Bruder. Was denkst du denn? Darum habe ich doch gesagt. Bruder, ich hab das Schreiben hier, Bruder. Ich du regst dich umsonst auf, Bruder. Allah, du machst dir umsonst Kopfschmerzen. Für was, Bruder? Lass sein. Ich weiß. Das Allah, ist alles nur mit Humor. Ehrlich, Blahana, mach Spaß. Mach Menjaki. Nein, dieser Engels, Bruder. Hol mal Dings. Du weißt, du Emotionen sagst, die Leute machen dich fertig. Als seiner Bus heiligt Adler, Habib Kalbi, als sein, sorry.